Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part sind wir durch den Wald des Todes, Schrecken, Horror, Verzweiflung, Schmerz durchgegangen und wir sind leider immer noch drin. So, und ja, wie man bemerkt hat, ich habe die Kleidung von Elisa ein bisschen verändert. Ich habe ihr die grüne Kleidung gegeben, von diesen Alternativfarben, die man sich downloaden kann für umsonst. Das ist immer gut. Außerdem sieht das toll aus. Und ja, man schaut mal in den Hintergrund. Ich bin von da gekommen. Ich war so verzweifelt, einen Speicherpunkt zu finden, dass ich sogar hier tatsächlich einen Schatz drüber sehen habe. Es ist einfach nicht so fast. Und ein Trank des Lebens ist da auch noch drin. Ey. Ich möchte raus aus diesem Wald. Guckt euch halt an, wir haben nur einen Trank des Lebens. Wir dürfen nur einmal sterben. Boah. No, nee. Oh, nee. Ich will ja raus, mir gefällt das hier nicht. Ja, okay, ich glaube, ja, Elisa hat sogar die TP alle voll und so weiter und so fort. Kann uns noch genug heilen, aber ich möchte wirklich raus. Oder einen Shop irgendwo finden. Aber ich glaube mal, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Wir treffen uns wieder. They don't look ready to turn tail and run this time. Ach ja, Jules Kleidung habe ich glaube ich auch geändert. I sure wasn't expecting him. Oh, der Schrank. Bitte sag mir, wir müssen nicht gegen dich kämpfen. Good dogs. Thank you for telling me of these intruders. I thought Ivor was the only one who could talk with animals. You're Zhao, right? I don't remember introducing myself. We heard your name from the people of Hamel. What do you want? Is that not obvious? Come, child. We're returning to the village. You had me quite sick. I never thought you would leave the village while I was away. No, no, no! Don't let him take us, Jude! Auf jeden Fall nicht. Aber ich möchte auch nicht kämpfen, ehrlich gesagt. How the villagers treated Elise when you left her alone? I am truly sorry about that. What exactly is Elise to you? Let's just say, I know where she used to live, where she grew up. So will you take her back to her home? Or are you planning to lock her up in Hamil again? That is my business, and mine alone. You will hand the girl over. Gut. Guter Junge. Then you leave me no choice. Oh, verdammter Mist. Nein. 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 Ich bin dafür nicht bereit. Ich habe keine Chance. 25. Ach du Kacke, macht der Schaden. Wir sind sowas von tot. Ja. Und ich habe... Aha. Komm. Jetzt müssen wir alles hier einsetzen. Ja, das war nicht alles. Ja, das wird nicht gut ausgehen. Ich hoffe wirklich, da kann keine Mystic Art. Ach nee, sowas hatten wir ja noch gar nicht hier. In diesem Spiel, wieso erwähne ich das eigentlich schon? Ist ja voll der Spoiler. Ja, wenn man die Tales of Xillia kennt, dann weiß man ja, was eine Mystic Art ist. Die ultimative Technik von den Hauptcharakteren und bei einigen Bossen. Und ich hoffe, er gehört nicht zu einem dieser Bossen, weil er macht schon so dicke Schaden. Verdammt, das kann das sein, dass die Wölfe immer wieder kommen, oder sollte ich mich erstmal... Hey, Finger weg von Elise. Aua. Ey, wie soll ich denn den Angriff ausweichen, Mann? Au! Alvin, komm mal her. Gib du ihn mal hier eins aufs Maul. Aua. Ich hätte mich vielleicht mit irgendjemandem aua verbinden sollen. Warte, der hat sich vor mir teleportiert? Also Jude? Oh nein, Mila. Jude, aua.
Mila! Boah, wieder uns direkt kombot. Und Jude ist tot. Ich hab ein Problem. So, Jude. Renn weg. Mila, komm mal her. Ja, das war nicht so gut. Nein. Boah, wie kann so ein dicker Typ nur so schnell angreifen? Elise, du brauchst TP. Und sterben wir alle. Und du brauchst auch HP, Alvin. Los, einfach wegkombon. Einfach wegkombon. Falls es dieses Wort überhaupt gibt. Ich heile uns schon wieder hoch, keine Sorge. Solange er nicht irgendwelche Imba-Angriffe hier einsetzt, ist das kein Ding. So, jetzt bist du dran. Aua. So. So, irgendwie schaffe ich das schon. Aua. Erwin, komm mal her. Boah, bin ich tief konzentriert gerade. Oh, gut. Ja, Elisa, immer schön weit rein. Boah, wenn wir den Kampf jetzt noch verlieren, ne? Ja, wenn einer stirbt, ne? Aua. Besonders nicht ich! Elise. Du setzt noch ein orange Gummi ein. Nein! Du Sackgesicht! Warum, Alvin? Warum? Wie kannst du das nur tun? Dafür gibt es eins aufs Maul. Oh, er hat noch 5000 AP. Elise. Orangen Gummi. Nimm dir alles, was du brauchen kannst. Hat dieser Angriff schon immer so lange gedauert? Aber gut, Elise. Aua. Der setzt hier diese ganzen Beast-Angriff und was weiß ich ein. Die ganzen dicken Dinger. Wie kann man nur mit einem Hammer so schnell kämpfen, ey? Das geht in meine Birne nicht rein. So, Elise, wieder Orangengummi. Verdammt, warum muss der Alvin unbedingt sterben? Okay, ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Ich kann auch nicht mal gucken, was für Angriffe er einsetzt. Wie Beast oder so. Beast wird er wahrscheinlich einsetzen. So, du bist gleich tot. Jawohl. Da, jetzt nur noch diese Kackviecher. Oh mein Gott, ne. Aber Alvin ist verreckt. Warum? Warum? Er hat doch die meisten AP und alles. So. Komm her, dich mach ich auch noch platt. Eieiei. Er musste unbedingt in Kampf kommen. Es musste, ne? Wie er auf einmal so auftauchte. Oh, habt ihr ihn endlich besiegt? Boah. Wie er auf einmal so kam. Oh, schon besiegt. Hahaha, fand ich sehr witzig. I want to stay with them because they made me their friend. And friends don't leave friends alone. Elise. Oh nein. Jude denkt nach. Mila, Alvin. If it were up to me, I would not.
not bring her back. I am not doing this by choice. Just put that away. Don't want to be alone, huh? Then perhaps all of those people are actually good for you after all. Richtig. Gondertitel Witzbold. Verbindungsfreund. Flüchtende Krieger. Lilium in voller Blüte. Lilium Orbs are so pretty. Where did you get yours? I'm not sure. One day, I just noticed it was inside Tipo. I found it on the ground. It was so pretty, I couldn't help myself. You ate it? Let's be glad Tipo did. She wouldn't stand a chance out here without it. For a tool of battle, it really is quite beautiful. The humans who designed it did quite a fine job. A marvel born of the same human ingenuity that has spawned so many horrors. Well said. Perhaps it's that very duality that defines humans. Ey. Rauchpilze. Das klingt irgendwie falsch. It got all smoky. What was that? Those are smoke shroom spores. Clever monsters will wait until their prey gets near one. Then they'll Professor Doktor. Smoke shroom with a rock and take down the prey while its eyes and nose are clouded with spores. And for its part, the smoke shroom gets to spread its spores over a wider area. When life forms help each other like that, it's called symbiosis. Oh, okay. You're so smart, like one of those monsters you talked about. So, does that mean people and spirits have symbiosis too? That's right. Humans give mana to the spirits, and the spirits use arts to help people. It's a perfect example of symbiosis. Well done, Elise. Thank you. That's incredible! Ellie's the smartest of all! Und die süßeste. So. Lilium gucken. Wenn... Ah. Na gut. Ach nee, nicht du. Mir ist übrigens aufgefallen, ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich so ist, aber kann es sein, dass Tipo die gleiche Stimme hat wie Sync aus Tales of the Abyss, oder bilde ich mir nur ein? Weil manchmal höre ich in seiner Tonlage irgendwie so einfach nur Sync. Und Sync ist übrigens mein Lieblingscharakter aus Tales of the Abyss. Und wenn ich da nicht richtig liege, dann ist das ganz schön peinlich. So, ich möchte jetzt erstmal Negativ Gate hier lernen. Auch wenn ich dafür Stärke mit ihr lernen muss. Was irgendwie keinen Sinn macht. Aber mehr KP, das macht Sinn. So, Negativ Gate, das ist ein Angriffszauber mit dem Dunkelheitsattribut normalerweise. War es auf jeden Fall in anderen Spielen. So, was wollte ich jetzt nochmal? Achso, ja, hier, Fertigkeiten. Die Fertigkeiten habe ich übrigens auch nochmal ein bisschen anders hier umsortiert. So, vor der letzten Aufnahme. Nach der letzten Aufnahme. Und ja. Ich hoffe, es wird jetzt hier auch ein bisschen durchhelfen. Genutzt im Boss hat es natürlich nichts, aber was soll's. So, was nehmen wir denn hier? Blitzabwehr. Ich nehme das hier mal einfach. So, und der Part ist gleich schon wieder vorbei. Wir haben immer noch keinen verdammten Shop in sich. Da hinten sind Monster, die ich aus dem Weg gehen sollte. Und bitte sag mir, hier ist irgendwo ein Shop. Natürlich nicht. Na gut, da ist ein Markt. Das ist noch besser. Gut, dann ist Alvin. Alvin ist wiederbelebt. Ja, ich wollte schon sagen, Speicherpunkte heilen einen doch. Meine ich doch gehört zu haben. Also stimmt da doch. Ja, das ist ja perfekt. Ja, dann werde ich wohl doch nicht den Monstern aus dem Weg gehen. Ja, wie auch immer. Das war's hier für diesen Part von Tales of Xillia. Ja, den Boss haben wir souverän erledigt. Aber es darf natürlich wieder keiner sterben. Aber, naja, werden wir ja sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.